Hallo YouTube, freut mich, dass du da bist. Dario hier. Im heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie man seine Motivation bzw. Leidenschaft und Träume findet. Viele Leute haben das nicht, bzw. sie wissen nicht, dass sie eine tiefbrennende Leidenschaft haben, die in ihnen Kräfte mobilisiert, von denen sie gar nicht wissen, dass sie sie haben. Es gibt eine ganz einfache Technik, mit der du das abrufen kannst, bzw. dir bewusst werden kannst, was dich motiviert. Und zwar überlege, was müsste passieren, damit du extrem motiviert aus dem Bett aufspringst und voller Tatendrang bist. Was müsste passieren? Und noch einfacher geht das, indem du es dir wirklich vorstellst, indem du es dir visuell vorstellst, wie würde der perfekte Tag aussehen? Was müsste passieren? Was würdest du immer machen? Was würdest du fühlen? Und setz dir da keine Grenzen. Also denk, als ob du alle Möglichkeiten hättest. Bei den meisten Leuten langt das schon und sie wissen dann, okay, ich würde zum Beispiel, skydiven gehen. Also was sie motiviert, ist halt Freiheit, Sport. Und dann könnte eine Motivation sein, mach Sport, mach deinen Skydiving-Schein, okay? Gut, komisches Beispiel, mir ist gerade kein besseres eingefallen, aber ich denke, du verstehst, was ich meine. Viele Leute werden jetzt aber sagen, ja, das ist schön und gut, ich weiß zwar, wie mein Traumtag aussehen würde, aber ich habe die Mittel dafür nicht. Oder ich kann das nicht, ich würde es niemals leisten können. Also ich habe die Fähigkeiten dafür nicht. Und da gibt es eine recht geile Technik, um diesen Glaubenssatz, diesen Limiting Belief, wie es im Englischen heißt, also dieser limitierende Glaubenssatz, wie man den zerstreuen kann. Stell dir vor, wie es war, als du ein Kind warst, als du 5 Jahre alt warst. Da hast du Erwachsene oder deine Eltern bewundert für Dinge, die mittlerweile für dich alltäglich sind. Also du hast sie dafür bewundert, zum Beispiel vom 3-Meter-Brett zu springen oder dass sie einen Ball viel weiter werfen können als du. Und heute ist es für dich normal. Heute wirfst du den Ball auch viel weiter als ein 5-Jähriger und springst vom 3-Meter-Brett ohne Angst zu haben. Aber früher hast du gedacht, das wirst du niemals hinkriegen. Du wärst auch gern so mutig. Das ist einfach so, weil man kann niemals sagen, auch Erwachsene nicht, wo man in 1-2 Jahren sein wird oder noch krasser, wo man in 5, 10, 15 Jahren sein wird. Deswegen setz dir da keine Grenzen, sondern überlege, was müsstest du schaffen, was müsstest du leisten, um dieses Leben zu leben. Und das ist letztendlich das, was einen motiviert. Es gibt ein cooles Sprichwort, ich weiß gerade leider nicht, von wem das ist. Wenn du es dir vorstellen kannst, wenn du es in deinen Gedanken erstellen kannst, dann kannst du es auch tun. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, abonniere meinen Channel, das hilft mir weiter, diese Videos zu machen. Und unten kannst du mein E-Book, das heißt 7 Tage bis zum Erfolg, downloaden. Da kriegst du jeden Tag Übungen vorgestellt, die dir helfen sollen, im Leben, in den verschiedenen Aspekten des Lebens erfolgreich zu werden und das gut zu meistern. Es ist sehr zu empfehlen. Geh es einmal durch. Bis zum nächsten Mal. Dario.